Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sitzen tatsächlich im Mediapark an einem wunderschönen See. Genau, wir wollten eigentlich ursprünglich erst in den Park vom Mediapark. Aber da sind überall zu viele Menschen und deswegen haben wir uns jetzt hier gesetzt. Aber hier ist auch schön. Genau, heute mal ein, ich würde mal sagen, kurzes und auch ein anderes Video. Denn heute geht es einmal quasi darum, warum sie eigentlich mal mit dabei ist. Ich habe ja Tina jetzt schon voll auf den Videos dabei gehabt, irgendwie bei meinem Auto-Video oder bei, wobei habe ich sie noch dabei gehabt? Bei dem Köln-Vlog, wo ich ja gerade bin. Ich hatte die Idee, dadurch, dass Tina jetzt auf jeden Fall viel öfter in den Videos vorkommen wird, aber auch hinter der Kamera vielleicht ein bisschen was macht, dachte ich, sie kriegt heute mal zumindest auch mal die Möglichkeit, da mal sich selber ein bisschen vorzustellen und auch mal vielleicht so ein bisschen zu erklären, welche Funktion sie hat, warum, wieso, weshalb sie überhaupt dabei ist und wüsste ich auch gerne. Welcher Plan. Ja, und welcher Plan für die Zukunft besteht. Du hast gerne zu erzählen. Ich darf? Du darfst erzählen. Ich wohne in Köln, wie man, glaube ich, mittlerweile festgestellt hat. Nee. Nee, nix Dom, nix Köln. Dann ist Düsseldorf oder so. Oh, sag das hier nicht so laut. genau. Könnte auch Paderborn sein. Nee, Paderborn ist hässlich. Ja, richtig, ich wollte gerade sagen, das ist so hübsch. genau. Ich. Wer bin ich überhaupt? Fangen wir erstmal damit an, wo kennen wir uns? Okay, genau, ich habe ihn kennengelernt in der Schule. Genau, das ist jetzt schon 4,5 Jahre her. Ich bin alt. Wir ich noch alt. Nicht. Ja. genau, und ich glaube, da hast du auch schon Videos gemacht, ne? Ja, da fing das gerade so ein bisschen an. Genau, da hatte er dann schon Videos gemacht, damit hatte ich da noch nichts zu tun. Verständlicherweise, weil damals haben mich in der Schule alle deswegen ausgelacht. Ja, habe ich mitbekommen. Du hast auch gelacht. Sei ehrlich, du hast gelacht. Ein bisschen. Danke. Aber nicht so viel wie die anderen, weil ich es verstanden habe. Aber es ist trotzdem im ersten Moment erstmal witzig. Ja, ein Dorf. Ja, stimmt. Genau, und tatsächlich konnten wir den Kontakt dann auch nach der Schule weiterhalten. Und jetzt sitzt er mit mir in Köln. Jetzt sitze ich mit dir in Köln. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Mhm. Ich habe euch ja mal gesagt, dass ich sehr Motivationsfähigkeiten teilweise habe, weil ich auch einfach teilweise sehr perfektionistisch bin. Und in dem Punkt muss ich dann sagen, wenn ich mit Tina zusammen ein Video plane, machen wir ja auch oft mal Scheiße, natürlich. Aber am Ende des Tages kommt irgendwie was bei rum, wo ich halt sehr zufrieden mit bin und zu zweit macht es halt auch einfach Spaß, wenn man zu zweit irgendwas plant und es dann am Ende funktioniert. Das ist immer schön, als wenn man irgendwie alleine was macht und dann funktioniert irgendwie nur die Hälfte oder man ist nicht 100% zufrieden. Das killt dann echt die Motivation und deswegen ist es ganz gut, wenn man das immer zu zweit macht. Plus, du hast ja auch mal, ich sag mal, was länger Probleme mit neuen Ideen. Zwei Köpfen fällt mir eins ein. Das auf jeden Fall. Ja, apropos Köln, wir machen mal direkt die Überleitung, warum Köln? Genau. Ich bin nach Köln gezogen wegen meinem Studium damals. Genau, und habe dann auch direkt mit 18, direkt nach dem Abi, mein Studium hier in Köln angefangen. Ja, da bin ich nach Köln gezogen, habe ziemlich genau dann 9 Monate in der WG gewohnt, habe dann einen Kerl kennengelernt, jetzt wohne ich bei dem. Den habt ihr auch schon mal gesehen? Genau, so bin ich in Köln gelandet, so bin ich in der Wohnung gelandet, die ihr im Hintergrund auch öfter schon gesehen habt jetzt wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und dann habe ich ihn endlich mal überredet bekommen, dass er mich besuchen kommt. Nach 2,5 Jahren. Und doch nicht so scheiße hier, ne? Ja, okay, was soll ich sagen? Er hat sich die ganze Zeit gesträubt. Aus gutem Grund. Wegen dir. Weil ich dich einfach nicht sehen wollte. Ja, ja. Lügner. was habe ich jetzt in den letzten Wochen gemacht? Ich stehe mit vor der Kamera. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Und mache jetzt mit ihm nur Scheiß. Ja. Und tatsächlich mache ich aber auch einiges hinter der Kamera. Zum Beispiel habe ich jetzt für ihn mehrere Outtakes oder TikToks eben geschnitten und hochgeladen. Genau, wir haben nämlich mit dem TikTok-Account angefangen, um in der Hoffnung die Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Und da habe ich
Tina dann gefragt, ob sie ein bisschen Lust drauf hat, das zu machen. Die Hauptvideos, die schneide ich tatsächlich immer noch alle selber, weil das sind dann, das ist dann mein Baby, da möchte ich meine genau. Zeit reinstecken. Aber bei den TikTok-Videos habe ich sie gefragt, ob sie Lust drauf hat, und das, was sie bisher gemacht hat, ist auch ziemlich gut geworden. Danke. Und ja, genau, deswegen, sie kümmert sich auf jeden Fall um den TikTok-Output größtenteils, beziehungsweise auch das Hochladen. Und das Schneiden. Genau, ansonsten jetzt den nächsten Übergang, weil ich bin ja gut. Ja. Worum kümmert sie sich noch? Um mich und um... weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber der zukünftige Plan ist tatsächlich nach meiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, die ich ja gerade mache, ist nämlich der Plan danach, ja, ich habe es irgendwo schon mal erzählt, dass ich in den Bereich Richtung Medien gehen will, weil ich halt, ja, die Videoproduktion oder halt Videoschnitt etc. alles immer sehr, sehr, sehr toll finde und es auch sehr gerne mache. Ich meine, ich fotografiere mittlerweile wieder relativ häufig. Ja, wie gesagt, ansonsten Film schneiden, das macht mir alles super Spaß und deswegen möchte ich halt eben in den Bereich Medienproduktion, würde ich jetzt mal fast überhaupt nicht sagen, Medienproduktion. Ja. Mediengestaltung ist ja Mediengestaltung, Bildton ist ja quasi genau das. Genau, und da kommt nämlich dann jetzt eben mein Plan ins Spiel, und zwar, wir sind ja auch gerade eigentlich voll im passenden Gebiet, wir sind im Mediapark. Köln ist die Medienstadt schlechthin, ich meine, hier ist RTL, das ist komplett Fernsehen. Und weshalb ich auch unbedingt gerade in den Medienpark wollte, warum wir auch sitzen, YouTube hat sich ja größtenteils oder spielt sich ja immer noch sehr viel hier ab. So die, die ganz großen YouTuber haben irgendwann mal in ihrer Laufbahn in Köln gewohnt. Und ich finde, das motiviert einen sehr, auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall wirklich richtig Spaß. Und ja, es ist echt schön, ja. Also ich sag mal, alleine wenn man dann mal hier langläuft und so irgendwie Sachen sieht, oh cool, da hat irgendwie Julian Bellman ein Video gedreht oder da war Victor mal, also hier Al-Bladi kennt man ja auch alle, sind ja irgendwie ganz berühmte Leute. So, hier haben wir mal was gedreht oder so, das ist schon echt geil. Und da kriegt man auch wirklich Motivation dazu, das selber zu machen. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, uns wird es hier nicht langweilig werden. Und selbst wenn, egal wie, wo wir dann in 2 Jahren auch jobmäßig stehen, also klar, ich fange dann nochmal eine neue Ausbildung an. Das wird dann mit Wohnung und so wird eine interessante Sache. Aber selbst dann, wo wir in 2 Jahren stehen, ist es auf jeden Fall ein anderer Punkt als jetzt. Und ich hoffe, es ist ein sehr guter Punkt. Ich meine, ich habe ja vor einer ganzen Zeit mal von meinem psychischen Problem erzählt. So, da stehe ich auch offen und ehrlich zu. Die sind halt eben da. Da reden wir auch sehr viel drüber, das ist immer ganz gut, aber trotzdem, in 2 Jahren sieht die Welt wieder ganz anders aus und ich hoffe, dass wir beide in 2 Jahren irgendwie trotzdem diesen Weg noch gehen. Egal, ob du jetzt dann aktiv noch hilfst oder nicht, ist ja scheißegal. Aber die Zeit wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant werden. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich glaube auch, dass die nächsten 2 Jahre sehr viel Planung werden, ja. Sehr viel Organisation. Genau, was dann vor der Kamera mit mir ist, sehen wir dann. Aber ich denke, hinter der Kamera wird alles okay bleiben. Ja, genau. Genau, von daher, also von mir aus war es das. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen, sie auch nicht mehr. Von daher verabschieden wir uns tatsächlich jetzt einfach mal. Genau. Wenn ihr mehr von dieser Vollidiote sehen wollt, lasst mir ein Abo da, nicht ihr. Sie hat glücklicherweise kein Social Media, sonst wäre sie wahrscheinlich erfolgreicher als ich. Genau, jedenfalls, wenn ihr mehr von uns Bekloppten sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten... Vor allem, wenn er wieder nach Köln kommen soll. Dann lasst ein Like da, wenn ich wieder nach Köln fahren soll. Und ja, wir verabschieden uns bei euch. Genau. Dann danke fürs Zuschauen und...